Christus. Ich trete herein in dieses Haus. Ich bin der Bischof Nikolaus. Es sprach Christus, als er war auf dieser Welt, liebe Freunde und Feinde, will ich selbst. Hausväter und Hausmütter, lasst eure Kinder herbeirufen, auf dass sich ganze junge Christen heimsuchen. Gelobt sei Jesus Christus. Ihr Kinder, ihr sollt Vater und Mutter ehren, auf dass sie lange lebet und ihnen wohlergehe auf Erden. Gott, der Herr, dieses Gebot euch gebet und ihr eure Eltern liebet und gehorchet. Heute bin ich gerufen und nun bin ich da. Als Oberst der Teufel und Luzifer, ihr habt mich gewiss noch nie gesehen, weil ich so tief in der Hölle bin gewesen. Doch Gott der Allmächtige hat mich herausgenommen. Und bin ich gekommen, zu bestrafen die Bösen und nicht die Frommen. Ich muss vollziehen meine Pflicht, weil ihr euch in der Zeit habt gebessert nicht. Weil ihr gelebt in Sünden und Lasten, weil ihr gefeiert ohne Büßen und Fasten, es eure Seelen immer mehr verzehret und ihr immer schlechter werdet. Väter und Mütter, mit euch habe ich große Gaben, die mir der heilige Mann Nikolaus hat vorgetragen. Auf, ihr Teufel, macht mir den Traum! Oh, es graubt mich Höllverbannten, dass ihr über eure Kinder so eine schlechte Zucht könnt halten. Ihr lasst sie herumlaufen auf den Straßen und Gassen. Sie stehen auf ohne Betten und Waschen. Sie gehen zum Tisch wie das Vieh zum Futter. Sag Amen, du höllisches Luder! Und die Eltern, fragt sie gar nicht mehr, wo sie gewesen bei Predigt und Christenlehr. Oder was sie von der Predigt wissen. Sie werden später dafür büßen müssen. Drum haltet eure Zucht wohl fest zusammen. Sonst werden sie später in der Hölle flammen. Oh, alle verdammten Dunkeln und ihre Schreie durchs Feuer hallen. Ach, wer Heitelkeit. Ihr verscherzt euch diese edle Zeit, weil ihr in Freude und Wollust lebt, womit ihr weiter der Hölle zugeht. Väter, wegen euch bin ich so tief in die Hölle verbannt. Und ihr Mütter habt den Sünden und Lasten auch nicht entsagt, was ihr bis heute habt gewagt. Ach, ich armer Teufel, hab begangen eine einzige Sünde, die mich so tief in die Hölle hineinbringt. Und ihr, ihr gebt so viele Tausende und Abertausende Sünden und wollt auch den Weg in den Himmel finden. Ach, weh, ach, Heitelkeit, ihr verscherzt euch die so edle Zeit, weil ihr in Freude und Wollust lebt, womit ihr weiter der Hölle zugeht. Christus hat für euch vergossen seinen letzten Tropfen Blut, der ihr noch mit den Füßen treten tut. Ja, es kommt die Stunde und Zeit, wo ihr eure Seele vom Leib abscheidet. Da werde ich meinen Fleiß gar gewiss nicht sparen, bis ich euch habe in meinen Krallen. Da bin ich Tag und Nacht dabei, wo Unrecht vorhanden sei. Da werde ich euch die Hölle tapfer hitzen, damit ihr müsst mit mir höllisch schwitzen. Da blase ich euch von vorn und hinten zu und in eurer Ewigkeit habt ihr vor mir keine Ruhe. Doch wollt ihr noch nicht glauben mir? So, ihr Teufel, komm du dafür! Ich tritt herein als ein schwarzer Hund und führe euch tief in den höllischen Grund. Doch nun muss ich meine Predigt schließen und muss es lassen, weil mir der heilige Mann Nikolaus nicht mehr Zeit hat lassen. Doch wenn ich wollte euch die Wahrheit sagen, so würde meine Predigt für immer und ewig kein Ende haben. Auf ohne Teufel, ab in die Hölle! Ihr sollt Vater und Mutter ehren, auf dass ihr lange lebt auf Erden.
Ich kann uns abfahren und allerlei gesteuert, das hätten wir in Dunau-Mauer auch gemeint. Von diesem Boot hat mir mein Haupt, wenn dieser alte Badadier ihn schaut und redet mich, Fräulein, also an. Hey, Summa, ich höre schon lang. Hey, schnaudern und schmarrn bei mir, mach du dich davon. Der Tippeltappel schon. Hey, Zeit ist aus. Lass mich einschleichen. Hey Winter, ich soll dir weichen. Du bist doch ein Frustiger und ein Blinder. Ja, und ein saumäßiger Schinker. Hey Summa, Zeit war es, dass du jetzt verschwindest. Zu deiner Zeit die Leute verschwindest. Anläufungen noch, zum Schwitzen. Du hast ja gar keine Hitzen. Erst mit deinem Dunnen und deinem Pitzen. Du hast jetzt für die Leute erschrecken. Die Viecher lässt du verrecken. Die Rennbüß lässt du noch kommen und du hast das ganze Brot und Heifere. Herr Pfarrer, ich möchte beichten. Herr Pfarrer, geistlicher Herr, kommen Sie mein Herr. Ich bin so am Spätenmantel, der kann Arbeit nicht mehr recht leisten kann. Und möchte gerne den Himmel ein, wenn ich kann. Sehr gern, mein Freund, helfe ich dir. Nur musst du ganz vertrauen mir. Du musst mir beichten, all deine Sünden, damit deine arme Seele kann leichter in den Himmel finden. Beichten, ist schon recht. Das Geschäft verstehe ich aber schlecht. Und Reue verspüre ich auch nicht recht. Zum Beten komme ich auch nicht dazu. Vergang mein Leber, mein Leib und Ruhe. Wirst bei den meisten Herren ist gemur. Ich bringe auch keinen, der mir was bringt. Weißt du, hat Fischhustenheizung kriegen. Bist du bereit? Was mit mir in die Ewigkeit? Die Teufel haben dich schon lang am Band. Muss mit mir in ein fremdes Land. Muss reisen in die Höhle hinein. Dort wirst du haben großes Bein. Ich bin der Tod. Meine Sense bringt die Not. Geh hinaus in die weite Welt. Such mir aus, was mir gefällt. Ob hoch, ob nieder, ob groß, ob klein. Alles muss gestorben sein. Er ist auch nur ein armer Mann und hat manche gute Tat getan. Komm, ich führe dich hin, geschwind. Dann bist du besser.